Bounce. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute ein bisschen um die Battlefield Hardline Beta. Wie schon gestern angekündigt, kommt heute ein Video mit meinen ersten Eindrücken von der Battlefield Hardline Beta, was Spaß macht, was ein bisschen blöd ist und ja. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay von mir, spielt vorhin auf der Map Banküberfall. Im Spielmodus heißt es, beziehungsweise auch Banküberfall. Und ja, hat echt viel Spaß gemacht, waren 17 zu 1, war eine echt richtig coole Runde, hat echt sich gebockt, hat mit dem Hitman gespielt und ja. Also, meine ersten Eindrücke von der Beta sind echt richtig, richtig positiv. Also ich bin echt richtig begeistert von der Beta, die macht echt sehr, sehr viel Spaß. Und ja, es gibt auch dieses System, mit dem, dass man jetzt für Geld sich Waffen kauft und so, finde ich auch echt cool umgesetzt. Weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie macht das mehr Spaß jetzt, dann kann man sich auch auf die guten Waffen halt gleich sparen. Man muss die nicht erst mit dem Level freischalten. Und irgendwie gibt es auch einen kleinen Ansporn, wenn man jetzt noch so 2000 braucht für eine Waffe oder so, noch eine Runde zu zocken und so. Und wenn es halt so ein hohes Level ist, bis man jetzt was freischaltet oder so, ist es halt ein bisschen blöd. Und das finde ich eigentlich echt cool, das System. Ist echt super umgesetzt, macht mir echt sehr viel Spaß. Gibt auch immer wieder so einen kleinen Anreiz. Auch mit den Battle Packs, die kann man sich ja jetzt kaufen. Ist auch echt irgendwie viel cooler gemacht, wie man so sich so hinterhergeschmissen bekommt, wie in Battlefield 4. Und kann man sich jetzt die kaufen. Und das ist echt cool gemacht. Hier im Hintergrund könnt ihr auch mal kurz sehen. War irgendwie sehr, sehr komisch. Da hat gerade ein Bulle eine Animation gemacht. Bei dem Kollegen hier gerade und habe ich ihn irgendwie während der Animation nochmal mit meiner Animation, also mit dem Baseballschläger geholt. Und ja. Paar Bugs, ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug war aber jedenfalls relativ witzig. Ein paar Bugs gibt es leider im Spiel noch, aber eigentlich im Größten und Ganzen stürzt es eigentlich nicht ab. Es ist sehr, sehr stabil, das Spiel. Also ich habe es jetzt noch gar nicht erlebt, dass sie abgestürzt ist. Es ist echt sehr, sehr cool. Und ich höre auch von anderen, dass sie auch nicht bei denen abstürzt. Nur das Installieren war halt etwas komisch, aber ja, das ist ja jetzt auch schon vorbei. Und ja, ansonsten die Waffen ist auch echt richtig cool mit der AKM, M16, M416. Werden viele Erinnerungen an Battlefield 3 wieder zurückgerufen. Und es macht echt sehr, sehr viel Spaß. Die spielen sich eigentlich auch wie in BF3 bzw. BF4. Und ja, ist echt cool gemacht. Und ja, macht echt riesigen Spaß. Und hier im Hintergrund könnt ihr nochmal sehen, die Pistole ist auch echt richtig gut. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen overpowered, aber die ist eigentlich, weiß nicht, die ist eigentlich relativ cool. Und ja, ein bisschen im Balance muss man noch ein bisschen was dran arbeiten. So ein paar, also Feinschliff, sorry, verspreche wurde wohl. Aber so, auch mit dem Rufvorteil und so weiter, das ist echt cool gemacht. Natürlich sieht man, dass es ein bisschen aus Battlefield ist. Also ein bisschen aus Battlefield 4, ein bisschen aus Battlefield 3. Aber an sich, das Genre mit dem Räuber und Gendarmen ist echt richtig cool umgesetzt, finde ich. Es macht richtig viel Spaß. Und ja, ich meine, man hat früher immer gern Räuber und Gendarm gespielt, Bulle und Gendarm, ich weiß es gerade nicht, sorry. Jedenfalls ist es echt cool, als die guten Cops gegen die bösen Räuber und so, aber es macht auch echt viel Spaß, also die Beta ist echt cool und ich freue mich auch schon echt richtig auf die, aufs fertige Spiel, weil es gibt im Moment echt so einen großen Ansporn, ist wie in Battlefield 3 eigentlich. Und was mir auch in Battlefield 4 so gefehlt hat, diesen Ansporn immer weiter zu spielen, weil es einfach Spaß macht. Auch der andere Modus, Hotwire, habe ich mir ja gestern im Video etwas gesagt, ist ein bisschen langweilig oder so, das muss ich nochmal zurücknehmen, weil ich habe mich jetzt auch ein bisschen mehr in den Modus eingefunden, der macht eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wieder ein Double Kill gerissen, das war echt eine super Runde. Aber egal. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben. Der Hotwire-Modus macht echt Spaß. Ist, auch mit dem Wagen und so weiter kann man sich ja auch dann Upgrades kaufen. Zum Beispiel, dass du ein MG36 hinten im Wagen im Kofferraum hast oder ein RPG im Kofferraum hast. Das ist echt richtig cool gemacht. Auch mit dem verstärkten Chassis kann man sich da kaufen. Das ist echt richtig cool. Auch wenn du da mit dem Bullenkarren fährst, dann fühlst du dich echt wie so ein Polizist oder so. Das ist echt sehr, sehr cool umgesetzt. Das Einzige, was ich noch nicht so viel gezockt habe, ist Eroberung groß. Weil ich irgendwie finde ich das Genre, ja, passt irgendwie mehr diese Close Quarters Maps. Wird sich eigentlich zeigen, wie die Lust und Laune, also Lust und Laune dann nach ein paar Monaten ist. Aber im Moment macht es mir echt riesig viel Spaß. Und ja, ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, weil ihr könnt es euch ja alle mal holen. Wie ihr die Battlefield Hardline Beta so findet, was ihr vielleicht an Verbesserungsvorschläge noch habt. Und ja, ob es euch denn auch so viel Spaß macht. Oder ob ihr da anderer Meinung seid. Aber die meisten, die ich bisher gefragt habe, denen macht das echt viel Spaß. Und ja, auch wie gesagt, mit dem Geld, das man bekommt und so, ist echt cool gemacht. Und da freue ich mich echt riesig, wenn es rauskommt. Da hinten ein richtiges Fail-Aim. Oh Gott, mit der Pistole. Aber ja,
Ansonsten, ich plane auch die nächsten Tage auch wieder weiter Battlefield Hardline-Videos hochzuladen. Falls euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Das Video müsste jetzt gleich fertig sein. Wir gewinnen jetzt gleich auch nochmal. Dank Hitman, der macht den letzten entscheidenden Abholteil oder ab, also gibt das Geld an den Helikopter weiter. Und ja, ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, was ihr gerne noch von dem Spiel sehen wollen würdet. Ihr könnt es ja alle selber spielen. Aber ja, ich werde mal gucken, dass ich vielleicht auch noch ein paar Tutorials mache. Also naja, nicht Tutorials, aber einfach ein bisschen über den Hotwire-Modus noch rede oder so. Jedenfalls hier im Hintergrund den Banküberfall-Modus. Der ist echt cool, den kann ich euch echt ans Herz legen. Der macht echt viel Spaß. Ist halt nur Close Quarters. Aber ist halt auch leider nur auf einer Map. Aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten da zu machen. Das werde ich auch nochmal kurz ansprechen. Es gibt ja auch jetzt viel mehr Personalisierungsmöglichkeiten. Also ich meine jetzt mit Granaten verschiedene, dann zum Beispiel, was gibt's noch? Man kann den Optionen sehr viel anpassen. Ich weiß nicht, ob das in Battlefield 4 auch schon so war, aber ist auf jeden Fall echt sehr, sehr cool gelungen, die Beta. Vor allem, dass sie auch nie abstürzt, also so gut wie nie abstürzt. Mit den Monotops macht es mir auch sehr viel Spaß zu spielen und ja, das Waffenbalance, ja, besten noch ein paar Sachen über, ein paar, vielleicht die M16, M416 sind sehr, sehr stark. Aber das muss ja eigentlich nichts Schlechtes heißen. Und ja, ansonsten ist die echt sehr, sehr gelungen. Ich muss echt meinen Hut vor Dice ziehen. Das ist echt mal wieder was sehr, sehr Schönes. Und ja, die Runde ist jetzt auch fertig. 17:1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr ja wie gesagt ein Like dalassen und mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.